Oh mein Gott, nein, nein, das hat er nicht gesagt. Oh mein Gott. Mein Name ist Mann, willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute sind wir in München am Start vor dem Hypebeats-Store, Leute. Gerne alles in der Beschreibung auschecken. Die Jungs sind auf jeden Fall sehr korrekt am Start. Free Mann! Ey, ich war gerade auf einem ganz anderen Planeten. Ich hab Mann einfach vergessen. Ein cooles Video gedreht. Marc spontan mit Alzheimer am Start. Ohne Spaß, ey. Boah, es war ja gerade richtiger Exit. Ich sitze da so. Eine coole Collab. Dazu kommt auf jeden Fall noch vieles online. Wir drehen heute ein, wie viel ist dein Outfit wert? Ich habe einen Aufruf gestartet, dass Personen hierher kommen können. Um sowas nicht zu verpassen, checkt mich auf Instagram ab, Leute. Was ist mein momentaner Lieblingsduft? Also tatsächlich dieser Rudis. Hier, der hier, habe ich aber auch letztens gesagt. Den trage ich irgendwie echt gerne. Ist neu, hat Power, ist stark und ich glaube wird, also hier, der hier, Rudis. Echt top Duft. Schöne Flasche auch. Ganz tolle Flasche. Hier, dunkle Früchte. Toller Duft. Wirklich. Enjoy ich. Jetzt gucke ich einfach weiter mit Justin. Ne? Das wäre es echt. Das war's komplett. Hier unten eingeblendet. Ich glaub, und ich will mal als schnelle Welle zu meinem Outfit kommen. Ich habe heute mal so ein kleines Hypebeast-Outfit, glaube ich, an. Ne? Ist das so? Ja, ne? Ich fange mal bei meinen Schuhen an. Meine Schuhe sind die Air Force One Cactus Jack. Ich finde die mega nice. Alzheimer, mega lautes Niesen. Heute eher Dr. House, dieser Stream. Ja. Wahrscheinlich hätte Dr. House anhand des Niesens schon diagnostiziert, dass ich Alzheimer habe. Es war mein Sneaker Grail, habe ich mir heute erfüllen lassen. Die Kosten. Erfüllen lassen? Hype Needs oder was? Ist da ein kleines Sponsoring rausgegangen? 700. Wisst ihr, ne? Geldwerter Vorteil. Geschenke müssen auch mit 30% Warenwert, glaube ich, versteuert werden, ne? Das nur für die Steuererklärung. Warum nennst du dich nicht Garg Mehbauer? Tja, weil Lenny, weil das tatsächlich nicht mein Name ist, ne? Denn mein Name ist... Ich bin's, Marc! Oh mein Gott, so wen. Am Reset. Die Jeans von Saint Laurent, kennt ihr meine Lieblingsjeans, wird bei 500 Euro eigentlich gehandelt. Ich habe die für 100 bekommen. Der Pulli von Balenciaga, der Balenciaga Sinners Hoodie, kostet so circa 800-900 Euro. Hier der Endbetrag, Leute. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich würde mal sagen, wir gehen straight zu den Szenen rüber. Was geht ab, Pulli? Servus, weißt du? Ich heiße Frederik. Frederik in einer Jeansjacke am Start. Auf Alman Basis erstmal die Hand gegeben. Zugekommen, weil ich das gepostet habe. Oh, keine Ahnung. Gute Info mit der Steuer, falls mir Marc eine Speedmaster Reduce schenkt. Nein, ja? Nee. Bei dir zum Beispiel wäre das so, weil das hatten wir bei Banger Music, auch bei diesen Events, da wurden 2 Uhren von mir verschenkt. Das kannst du machen bis zu einer gewissen Höhe. Der Gegenüber muss aber gegenzeichnen, dass er die Uhr bekommen hat. Dann musst du das dann versteuern? Nee, als Influencer, wenn das deine Arbeit ist. Aber du als Privatmann, glaube ich, nicht. Genau, ich musste gerade so Pakete verschicken und dachte mir, wenn du da bist, kann man schon mal ins Video kommen. Nice. Safe. Frederik, ich sehe, du hast... Lieber 9 Pullis von Marc als 1 Pulli von Sinna. Meine Pullover, ich hatte sie heute nochmal in der Hand. Ey, ich wünschte, ich könnte euch das zeigen. Spannende Pieces am Start. Ich würde mal sagen, wir fangen bei deinen Schuhen an. Ja, safe. Das sind Jordan 1 Uni Los Angeles Bluetooth. Okay. Für den habe ich so 1,4 gezahlt. 1,4, wow. Sind mittlerweile auch gestiegen und war so ein langer Grey so. Deswegen, ja. Okay. Also ich sage euch ganz ehrlich, nach dem Aufenthalt hier in München schockt mich kein Sneakerpreis mehr, glaube ich. 1.400 ist krass, wirklich. Krass, Alter. 1.400 Euro? Gut, dass ich auch komplett AFK war und nicht mal ansatzweise den Schuh beachtet habe. War so ein langer Grey so, deswegen ja. Okay, also ich sag euch ganz ehrlich, nach dem... Oh, keine Ahnung, ich musste gerade so Pakete verschicken und... Frederik, ich sehe, du hast spannende Pieces am Start. Ich würde mal sagen, wir fangen bei deinen Schuhen an. Ja, safe. Das sind Jordan 1, Dune, Los Angeles. Ah, hier hängt sowas dran. Okay, ja, ist krass, ne? Guck mal, du hast hier blau, weiß und hier rot und die Naht ist in gelb wie dieses Ding. Krasser Schuh auf jeden Fall, dass der so teuer ist. Aber der sieht ein bisschen collectible aus. Ja. Mhm. Komisch, dass die Sohle hier so verfärbt ist, ne? Sieht so aus, als wenn das Ding im Dunkeln leuchten würde. Das Bluto. Okay. Für den habe ich so 1,4 gezahlt. 1,4, wow. Sind mittlerweile auch gestiegen und war so ein langer Grey so. Deswegen, ja. Okay. Also ich sag euch ganz ehrlich, nach dem Aufenthalt... Erstmal ein bisschen ist das Paulaner Spezi? Sippen? Ja? Hier in München schockt mich kein Sneakerpreis mehr, glaube ich. 1.400 ist krass, wirklich. Sehr limitiert. Das ist eine Rick Owens Dropcrotch. Für die habe ich letztes Jahr in Paris 4,70 gezahlt. Ja, hält ja aber lange und Quali ist echt gut und behindert comfy. Okay, cool. Deine Jeansjacke? Ja, das ist eine V-Lone. V-Lone, okay.
Ja, sieht man nicht direkt, aber das ist eine Old English Denim Jacket. Ziemlich rare mittlerweile und für die habe ich 57 gezahlt. 57? Ja. Das sind bestimmt 1000 Euro wert. Ja, circa. Ist halt ein bisschen used, aber. Normal, normal. Ist nicht so schlimm. Krass, Alter. So ein teures Outfit. Man sieht es einfach gar nicht. Also. Du hast da runter. Ich glaube, das ist ein Chrome Hearts Shirt, oder? Genau, ja. Chrome Hearts T-Shirt. Keine Ahnung. Ah, fuck, klar. Hat sich selbst angekleckert. Man muss ja spontan. Er lacht ihn erstmal aus. Was, wir gucken das nochmal an. Oh ja, Chrome Hearts T-Shirt. Keine Ahnung. Used, aber. Normal, normal. Ist nicht so schlimm. Du hast da runter. Ich glaube, das ist ein Chrome Hearts Shirt, oder? Genau, ja. Chrome Hearts T-Shirt. Keine Ahnung. Hat sich selbst angekleckert. Man muss ja professionell machen, ja, ne? Genau. Für das habe ich 2,20 gezahlt, auch in Paris. 2,20, okay. Keine Ahnung, auf chillig. Okay, nice. Und Favorite Piece jetzt kommt. Also jetzt musst du jetzt hier die Tasche einmal droppen. Ja. Ist eine Goyard, oh, ja. Belvedere. Oh, die sieht eigentlich tatsächlich schön aus. Einer der wenigen, normalerweise Goyard bin ich gar kein Fan von, aber die sieht schön aus. Die habe ich 1,4 gezahlt. Ich würde sie nicht tragen, aber sieht schön aus. Mittlerweile, keine Ahnung, kostet wahrscheinlich genauso viel. Auf chillig, Tasche. Ja, safe. Soll ich noch zeigen, was drin ist? Goyard Pouch. Okay, okay. Bro, hier der Endbetrag, war es das oder hast du noch irgendwas am Start? Nichts mehr. Nichts. Ich hätte bei dir jetzt so eine Uhr und eine Eis-Ocean erwartet. Uhr ist nicht so meins. Okay, okay. Darf ich fragen, wie alt du bist? 17. Wie kannst du das finanzieren? Resell und ich mache halt Ausbildung. Ah, okay. Resell ist auch das Ding der Jugendlichen. Sieht echt Mist aus. Hemd, schick Hose und Gürtel fertig. Ja, na, also ich sag mal so, ich hätte niemals geschätzt, dass das so ein teures Outfit ist. Krasser Typ. Also krass, krass. Echt heftig. Okay, was würde ich fragen? Komm. Für das Outfit nehme ich eine Speedmaster. Ey, ihr seid so connected. Wizard, Dario, ihr habt es verinnerlicht. Genau das ist mein Reden auch. Genau das mein Reden. Nichts jetzt, also das geht nicht darum, alles gut, ne, ich jetzt kein Hate oder sowas, aber es ist genau, guck mal, er hat eine Speedmaster als Outfit. Ach, jedem das seine, ne, aber krass, krass. Koch, ne? Koch, okay. Nice, nice. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, ich grüße all meine Kollegen, Kevin, Nando, Luis, ja. Grüße geht raus. Was geht ab, wo wärst du? Niklas. Niklas, auch hier wegen meinem Aufruf? Ja. Nee. Also ich hatte Berufsschule, dann bin ich hier vorbeigesteppt, weil nice. Ich kenne die Owner hier, Shoutout Michi, Shoutout Mario. Okay, cool. Und dann, wieso nicht? Warum nicht, Digga? Okay, hau mal raus, was ist dein Flex heute? Wie viel ist dein Aufwert? Hör mal, ja, schon an. Louis Trainer, mit Virgil halt von Louis, habe ich Retail bezahlt. Ich glaube 890. Das sind ja so diese okay. Schuhe, die jeder haben, okay. Ne? Deine Hose? Ist die 6PM V4. Habe ich jetzt erst letztens von einem Kollegen abgekauft für Retail, also ganz, ganz chillig, 90er. Korrekt, 90 Euro? Ja. Wie ist die Quali so? Aber ich habe viele 6PM Hosen, ich trage die schon eigentlich ziemlich lang, also bin eigentlich immer zufrieden gewesen. Hier dein Pulli? Der ist von Born From Pain, von Ian Connor, die mag ich, weiß nicht, ob ihr die kennt, aber hat 300 gekostet. 300, okay. Kenn ich tatsächlich nicht, muss ich mich mal damit mal auseinandersetzen. Shoutout Jason, danke für den Hoodie, Bro. Du hast eine Bag noch? Ja, auch von 6PM. Das war die erste, also die ist, glaube ich, von über einem Jahr rausgekommen. Die habe ich gegiftet. Oh, die Tasche ist witzig so. Victoria hat so, es gibt, ich glaube aus Japan gibt es so eine, oder ich weiß nicht mehr, woher es ist. Ich habe echt keine Ahnung, woher es ist. Gibt so Kelly Bags, also wie Hermes, nur in so einem durchsichtigen Material. Ist ganz lustig eigentlich, ne? Bisschen lauter. Bekommen. Tatsache, lauter. Ja, cool. Deswegen cool. Priceless, aber 90er kostet Priceless, die. Priceless, das ist doch mal was Schönes, was du darüber kriegst. Gestern war ich erst in München, fällt mir auf. Ey, die Zeit fliegt, ne? Habt ihr gesehen? Im letzten Stream wollte ich nicht sagen, bei wem ich war. Habt ihr gesehen, bei wem ich war? Sehr netter Typ übrigens. Sehr netter Typ. Was hast du unter deinem Pullover an? Nur so ein weißes Shirt, weil die Jacke ist ziemlich cropped. Ah, okay. Deswegen habe ich ein bisschen kürzeres Shirt. Die Flasche triggert mich. Ja, mich auch. Die ganze Zeit diesen hier. Aber er hat das im Video gar nicht gecheckt. Das ist nochmal. Von Ravani. Ravani, Berlin. Genau. 65, 60, irgendwie sowas. Krass, ich wusste, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man die Marke auch in München trifft. Ja, doch, schön. Ich dachte zuerst Justin Bieber, bin stark enttäuscht. Ey, Justin Bieber kommt auch noch. Inshallah. Krass. Ja, Bro, hier der Endbetrag, oder hast du noch was am Start? Nee, also ich hab. Das zählt nicht wirklich zum Outfit, aber ich hab noch so einen Cardholder von meiner Freundin geschenkt bekommen. Ihr habt ja alle so Cardholder von Goyard und so. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16, okay. Ihr habt alle so fresh, teure Klamotten am Start. Da frage ich mich echt, wie euch das finanziert. Man muss eine Sache sagen, in München, oder da ist die Welt schon noch anders drauf, wirklich. Also. Da ist die Welt in Ordnung. Auch jetzt im Umgang mit der Polizei und so weiter, was es da für Gesetze gibt, absolut wild. Also ich glaube, in Bayern ist jetzt so, dass man auch draußen eine Maske tragen soll. Die
sind sehr losgelöst. Es gibt Möglichkeiten von der Polizei, anders als in NRW, Handys zu beschlagnahmen, dies, das. Und zwar ist es wirklich krass, was in München, also das ist schon, Bayern ist schon, steht schon für sich. Die Jungs sind schon hardcore drauf. Erzählen können. Also ich mache eine Ausbildung momentan in der Textilbranche im Einzelhandel. Okay. Klar, da kriegt man jetzt nicht Top-Gehalt, aber auch so jetzt, immer wenn mir was nicht passt oder nicht mehr so gefällt, dann verkaufe ich das halt für einen bisschen besseren Preis, als ich gezahlt habe. Heißt, tue mir halt dafür was Neues, aber ich mache jetzt nicht so auf Resale so ein paar Peso-Shirts kaufen oder sowas und okay, die dann für teurer verkaufen. Alles klar, ja. Da gab es ja so Personen, die das gebottet haben und damit auf cool gemacht haben, auf Weird Flexen. Finde ich nicht cool. Ja, nee, also. Bro, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Gerne. Direkt, willst du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen? Ich grüße alle meine Homies, Timo, Angelo, alle Luis und meine Freundin. Und folgt mir auf Insta, n.nkls. Was geht ab, Roberto? Leopold. Leopold. Leopold, grüß dich. Hey Marc, ich bin 22 Jahre und wollte fragen, ob ich schon einen Mantel tragen kann. Ja, natürlich. Und wenn ja, kann ich die anziehen? Klar. Danke, dass du auf jeden Fall hier am Start bist fürs Video. Ich sehe, du hast ein cooles Outfit an. Danke Komm dir. Raus, was ist das? Das Outfit sieht zum Beispiel irgendwie sehr cool aus, finde ich jetzt, ne? Ich finde das, ne? Schau mal den Schuhen an. Boah, bei den Schuhen aktueller Preis. Wie heißt das Buch? Daytona Perpetual. Daytona Perpetual von Pucci Papelone Editore. Alter, die braucht Mois. Die braucht doch Mois. Absolut nice. Also die Farbe ist doch Bombe. Schön. Würde ich niemals tragen, aber sieht witzig aus. Vergiss aber deinen Fanclub nicht, wenn du dann auf dem Mount Everest bist. Hey, du bist der Einzige. Ich glaube, es gibt noch einen Fanclub, aber du bist derjenige, der auf jeden Fall am schnellsten ist. Natürlich, hör mal, ohne großen Schwengel, was geht ab? Das ist du bist der Schnellste. Komm, du hast hier Spezialisten. Aktuell? 1500. Also da muss ich sagen, der Schuh sollte teurer sein. Nicht, dass ich irgendwie Ahnung davon habe, aber es könnte teurer sein. Also der Schuh ist super. Super Schuh. Würde ich ihn anziehen? Nein, aber trotzdem ist okay. Vincent Wowie mit 3 Euro. Hey Marc, was ist deine Meinung zu Tom Ford Woodward? Sonst alles gut bei dir? Guck mal, Tom Ford Woodward, stabiles Parfum auf jeden Fall. Aber in dem Bereich finde ich einfach andere Alternativen besser, langanhaltender und von der Qualität einfach besser. Aber im kommerziellen Bereich, in der Preisklasse unschlagbar, kann man sagen. Guck mal, was? Yes. So hat der Schuh so einen ganz anderen Vibe, ne? Vor allem mit den Tags, Leute, nervt halt einfach beim Laufen. Genau. Okay, die Hose? Boah, von damals noch vom Store Opening hier, von Deadstock, habe ich umsonst bekommen. Ich weiß nicht, was die kostet, 80 Euro. Rolex verklagt alle Firmen. Rolex verklagt Artisan Genève, Rolex verklagt, wer ist die nochmal? London hier, Blackout, alle verklagen die. Ist normal. 80 Euro, okay. Genau, T-Shirt, Balenciaga Wave Logo T-Shirt. Okay, ja, muss das. Bis echt. Ich jetzt alles ausgezogen habe. Ja, normal. Der Hoodie ist von LV. Okay. Das sieht man jetzt hier leicht, aber es steht hinten nochmal drauf. Ansonsten ist der plain, also keine Beschriftung oder so. Okay, außer hinten an der Kapuze, hinten hinter, du so ein, das Tag hinten. Ja, normal. Genau. Warum kaufst du so einen teuren Pulli? Weil ich es einfach habe. Ich habe das Geld einfach, weißt du, darum. Wo nichts draufsteht. Wegen der Qualität und wegen dem Fit einfach. Okay. Hat einen richtig geilen Fit, meiner Meinung nach. Was hat der gekostet? Ich muss sagen, ich habe damals auch, ich habe glaube ich für 600 Euro mal so eine zum Sport, so eine Gucci, Prada. Alles Routine mit 3 Euro. Moin Marc, ich bin kein Freund von Uhren, die jeder hat. Na, geht mir auch so. Überlege mir schon die ganze Zeit Tag heuer, Carrera, Chronograph, Kalibre. Boah, Alter, was ist das für ein Tourbillon? Naja, oh Gott. In Grün zuzulegen. Was hältst du von der Uhr und gäbe es eine Chance, die über dich zu beziehen? Uiuiuiuiuiui. Müssen wir uns die auch mal angucken. Ey, Carrera, also Tag heuer als Tourbillon. Uiuiuiui, ey, da begibst du dich aber in Sphären, die kann ich nicht mit dir gehen. Ah, die! Ja, Nee, ist eine heftige Uhr. Ist eine heftige Uhr. Heuer 02. Ist das die? Heuer 02. In Grün? Was ist denn daran grün, ey? Green oder was? Ja, ist eine schöne Uhr, ne? Mal rein, was die denn so kostet hier im Graumarkt. 19. Puh. Eigentlich nicht viel Geld, ne? Eigentlich echt kein Geld für so eine Art von Komplikation. Da ist jede Daytona in Stahl schlechter und, da kriegst du sogar noch einen Uhrenbeweger damit dazu. Boah. Tolle Uhr, mein Freund. Schöner Geschmack. Siehst du das hier? 13.000 Euro? Siehst du das? Das ist leider der richtige Preis für die Uhr.
Wenn du jetzt zu mir kommen würdest, ne, und würdest sagen, ich will die verkaufen, ich würde dir nicht mal 13 geben. Nur jetzt so, ne? Ich würde vielleicht 12, 11, ein halb so auszahlen. Aber da siehst, also, ja, da siehst du, dass der Markt dafür sehr, sehr schwierig ist. Aber tolle Uhr. Ich sag dir, wie es ist. Tolle Uhr. Wunderschön. Wunderschön. Heute ist auch eine neue Richard Mille übrigens rausgekommen, ne? Hat mich auch umgehauen. Die haben so einen Maschenkäfig da reingebaut. Pff, Junge, Junge. Was? 4,95 Euro wie ein NATO-Strap? Mehr gibt ihr Markt nicht? Nein. 790, glaube ich. 790, okay, krass. Deine Jacke. Die ist von Babö, von den Jungs von Babö. Schöne Grüße an euch. Die habe ich jetzt umsonst bekommen. Kostet aber 270 Euro, richtig? Tolle Jacke. Sieht gut aus. 270 Euro, genau. Guck mal, das, dieser Badge hier, Patch, der fittet zu den Schuhen. Ist eine super Jacke, Qualität auch super, wenn du schaust, Leder, also... Fühlt sich gut an. Ja, genau. Du hast Ringe am Start und. Genau, ja, Ringe. Also viel Jewelry auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Schmuck. Jewelry. Ein bisschen Schmuck. Den Dior-Ring, boah, preislich 290, hätte ich geschätzt. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Okay, ist es Sterling-Silber oder? Boah, bei Dior denke ich schon. Steht irgendwas. Ja, ich glaube, Dior macht schon Sterling-Silber. Hier, ich zeige euch mal die... Sag ich mal, die neue Richard Mille. Brutale Uhr. Brutale Uhr. Das ist die neue Nadal. Unglaublich. Unglaublich interessant. Das ist halt jetzt so eine Uhr, die trägt Nadal dann während des Matches am Handgelenk. Man möchte halt damit zeigen, wie schockresistent eine Uhr sein kann. Und man wurde halt inspiriert aus dem Tennisbereich. Das heißt, ihr kennt ja beim Tennis... sind auch diese, ist ja auch so, das ist ja auch im Tennisschläger. Und so sieht die Uhr dann aus. Man hat halt hier diese Befestigung und innen drin sind halt diese Stahlverstrebungen oder Titan. Titan, was ist es? Brutale Uhr. Absolut, absolut Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Limited Edition, wie viel wurden denn gebaut? Wahrscheinlich auch bedeutend gering, oder was steht hier? Nadal, Limited Edition. 12 Gramm wiegt die. Nein, more than 12. Okay, den Shock Resistance. Lucky Man, so, yes please, sagt er, ja. Ja, müsste man mal wissen, wie viel es davon gibt, ne? 50 Stück haben sie gemacht. Ah, okay. Potten hässlich, andere viel schöner, ja, kann sein, ja. Jedem das was drin. Keine Ahnung, glaub schon bei Dior, bei dem. Was passiert, wenn er das Ding aus Versehen wegkloppt? Ah, ich glaube, da passiert. LV-Ring ist es nicht so. Ach du Scheiße. Der hat. 250 gekostet? 250, bin mir wirklich nicht sicher. Okay. Dann so ein Louis Vuitton Anker-Armband. Ja, genau. Anker-Ketten-Armband, ja. Sieht man ja jetzt ein bisschen öfter mittlerweile. Ich glaube 295. Okay, okay. Du ansonsten, hast noch eine Rolli. ja, genau. Das Schmuckstück. GMT Batman. Die GMT Batman, okay. Was schönes Outfit, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Boah, jetzt 13, glaube ich. 13, oder Fabi, okay. Was sagst du? Aktueller Marktpreis? 13, ja, sowas. Nice. Genau, Tasche. Ah, du hast noch die, ja, genau. Bag. Was bezahlen wir für die? So 1300, ne, oder? Die Uhr ist gut, ja. Die kostet jetzt nicht hochgegangen, ich hab sie mal geschenkt bekommen. Also. Oh, nice. Hier der Endbetrag, Bro, wie kannst du das Ganze finanzieren? Würde mich echt interessieren. Ich bin Angestellter von Fabi, also arbeite in dem Laden. Okay. Genau, und nebenbei mache ich noch Schule. Und dann ein bisschen sparen. In der Schule kann man... da läuft's, Junge. Nein, aber wenn man in so einem Geschäft arbeitet, dann hat man den Hauptfokus halt in dem Bereich. War ja bei mir genauso mit den Anzügen. Ich habe alles Geld da reingesteckt, ne? Nice. Hier ein bisschen arbeiten und alles, dann geht's schon. Kann man sich die Rolli kaufen. Deine Meinung zur Datejust Rhodiumblatt mit oder ohne Diamanten? Ich würde sie mitkaufen, weil es spezieller ist. Okay. Das ist ein bisschen länger, aber auch halt auch als nice. Investment. Bei einem Batman, weißt du wahrscheinlich klar, selber, das geht schon. Auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen oder sonst was? Ja, ich grüße Hypneeds und Babö. Genau. Was geht ab, Brudi, wie geht's dir? Ja, gut und selbst. Das ist der Grund, warum ich hier gerade in München bin. Wir müssen einmal kurz die Vorgeschichte einmal detailliert erklären, oder? Ja, also gestern Abend saßen wir am Tisch mit ein paar Freunden und haben uns überlegt, hey, wir haben eine krasse Sneaker-Sammlung soeben gekauft und wer würde da besser ins Video passen als Mahan? Ja, Mahan sich in Zug gesetzt und 10 Stunden später war er hier. Oh, genau. 10 Stunden, Bro, Alter, heftig. Dario, mit 5 Euro, bei welcher Marke würdest du dir eine höhere Popularität wünschen? Bei mir auf jeden Fall Lange und Söhne. Ja, ich würde auch, also ich würde Lange und Söhne gerne mehr kaufen und verkaufen, ja. Das ist auch so die erste Marke, die mir in den Kopf kommt, ne. Safe, bei mir genauso. Nein, genauso, ja.
Erstmal ein aufregender Tag, Leute. Ich weiß noch nicht, ob die Sneaker-Videos online gekommen sind. Wenn nicht, kommen die online, dürft ihr nicht verpassen. Was auch crazy ist, ist dein Outfit, Digga. Dankeschön. Fangen wir mal bei deinen Schuhen an, Brudi. Genau, wir haben hier Alix Dior, sind in Zusammenarbeit entstanden, werden viele wahrscheinlich von euch kennen, liegen bei, ich glaube, 1000 Euro. Dann eine Represent-Hose, liegt bei 100 Euro. Das ist so eine Anzugshose? Genau, oder? Ja, vom Stoffhessen, so in dem Anzugshosenstil, okay, genau. Cool. Und das Halbnietz-Shirt, das liegt bei 50 Euro circa, genau. Das ist nice, Digga. Danke dir. Hat das ein Backprint? Ja. Oh, shit. Ich glaube, da muss ich mir auch eins. Oh, ich sehe, was du noch ein bisschen Flex am Start hast, Digga. Ja, Dior-Karte, oder? Oh, pass auf deinen Dings auf, nicht, dass da irgendwie. Ja, stimmt. Aufpassen, ja, genau. Ja, Dior-Karte, oder? Und ja, Schmuck-Game natürlich auch. Klar, bei dir muss ich am Start Rolex, sein. 19.000 Euro circa. Datejust 41. Ja. Ich glaube, wir haben hier so Partnerlokette ein bisschen. Genau. So hier. Ja, ich habe eine Halbmeets-Chain. Was hast du für die Kette bezahlt? Die Kette lag bei ca. 2,5 und die Uhr eben, wie gesagt, bei knapp 19. Okay, nice, nice. So. Ja, dann haben wir hier den Endbetrag. Ich mache das eigentlich, habe ich mir gesagt, ich mache das nicht mal, aber komm, Bruder, weil die Leute es sehen wollen, testen wir auch einmal, weil es gibt ja bestimmt welche, die sagen. Ich muss jetzt wegrennen. Danke für die Rhodium-Antwort. Spiel mit dem Gedanken, die Uhr auf deiner Website zu kaufen. Ja, die Uhr auf meiner Website, die Uhr auf meiner Website. Das Problem ist, wenn du die auf meiner Website kaufst und trägst, das wäre sehr traurig. Wirklich sehr traurig. Weil ich glaube, die ist verklebt. Und es wäre echt, also wenn man die Sticker abmacht, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich guck mal gerade, ob die verklebt ist. Ah ne, die war glaube ich ohne Sticker, oder? Jubilee Grey Dye Unworn. No, okay, die kannst du kaufen. Weil die andere, die hätte mich fertig gemacht. Hier, wenn du die blaue hier, die ist mit Stickern. Ja, die stimmt, die ist auch 500 Euro teurer. Nee, nee. Die graue kannst du kaufen, das ist kein Problem. Die graue kannst du kaufen, kannst du anziehen, das ist kein Problem. 11,9 ist, glaube ich, auch okay vom Preis. Weil bei der anderen mit Stickern, das wäre echt, also, ja. Ich stelle mich kurz hier auf der anderen Seite hin. Der gute Amazon Diamond Tester. Der Amazon Diamond Tester, genau. Keine Sorge, ich habe mich damit echt mal auseinandergesetzt. Wir testen mal hier die aus der Lünette. Die sind wahrscheinlich sinnvoller. Genau, das sind dann hier über 0,6 Karat wahrscheinlich. Wir haben jetzt gerade so 20 Grad, deswegen stellen wir den Diamond Tester hier auf die 4. Genau, und dann gehen wir hier rauf und dann piept das auch straight. Gott sei Dank piept. Genau. Hier haben wir auf jeden Fall noch welche. Wir müssen jetzt alle Steine erstmal testen, ne? Das dauert ein bisschen. Ja, haben wir alles. Und haben wir dann nichts vorausgeht. Ja, Bro, nice. Das ist Legend, ne? Auf jeden. Genau, was vielleicht noch ganz relevant ist, die Chains droppen wir bald. Ja, also wer sie nice findet, die droppen wir als nicht echte, aber ohne echte Diamanten. Zirkonia wahrscheinlich, ja. Aber genau, Zirkonia Steine. Deine ist mit echt, aber genau. Wahrscheinlich, ne? Können wir auch nochmal testen, wenn du möchtest. Gerne, nur für dich. Mir Weißgold und BS. Es fiefst nicht, das ist schlecht. Nein, warte. Nein. Ja, piept. Piept auch. man denkt in dem Moment, wo es nicht piept, ne? Also man kriegt dann so einen kleinen Schock. Wie meine Hulk ist auch verklebt, würde ich auch sagen. Ja, ey, von der Hulk habe ich. Ich habe jetzt Hulk, habe ich jetzt eine noch heute bestätigt. Jetzt habe ich insgesamt drei Stück. Drei neue Hulks. Ja, aber man lässt es ja eigentlich checken, wenn man sowas Teures hat. Ja, Europeana, tolle Marke. Habe ich viele Sachen mit Europeana, ist toll. Ah, ich glaube da nicht so wirklich dran. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Bro, ich danke dir. Gerne. Leute, check den Store ab. Auf jeden Fall. Links sind unten da bestimmt. Würdest du lieber eine Rolex oder eine Richard Mille Collab machen? Ach, 100% Richard Mille, 100%. YouTube-Kanal. Ich überlasse dir mal wieder die letzten Worte. Ja, genau. Nee, checkt auf jeden Fall unseren Laden hier in München aus, unseren Instagram-Kanal. Und ja, viel Spaß noch bei dem Video. Haut rein, macht's gut. Was geht ab, du Beste? Ich heiße Flo. Flo, was ist das für ein weirder Flex mit zwei Dior-Taschen? Ja, muss halt einfach. Muss halt einfach mal machen, ne? Ja, klar. Okay, auch mal raus, Flo. Was ist dein Outfit? Fangen wir bei deinen Schuhen an. Schuhe 890. Für mich als Laie, was bedeutet verklebt? Das heißt, dass quasi die Uhr noch von dem Werk aus verklebt ist, okay? Das heißt, wenn du eine Uhr kaufst, dann muss der Konzessionär diese Aufkleber auf der Uhr entfernen. Wenn du eine Uhr hast, die komplett verklebt, also der Konzessionär darf es nicht rausgeben, laut der Rolex-Satzung unverklebt, okay? Die sind dazu verpflichtet, beim Aushändigen der Uhr an den Endverbraucher die Sticker abzuziehen. Das Tolle ist halt, wenn du die Uhren mal behältst und es wird immer schwieriger, es wird immer enger, es wird immer schwieriger, solche Uhren zu bekommen. Wenn du die weglegst und vergisst, guck mal,
ich habe wirklich überdurchschnittlich hohe Renditen eingefahren, wenn wir jetzt so ein Portfolio, sagen wir, wir machen ja dieses Portfolio-Management, das heißt, Leute kommen zu mir und sagen, guck mal, wir haben jetzt den Geldbetrag, wir möchten das gerne in Uhren investieren, die möchte ich nicht anziehen, sondern nur, soll nur um die reine Wertsteigerung gehen. Dann gerade Sportmodelle, die verklebt sind, das ist, ich habe mir das eigentlich abgeguckt von einem Kunden, der hat das in den 90er Jahren gemacht als Altersvorsorge und der hat alle Uhren gehabt, Explorer, angefangen Air King, drei Daytona-Modelle, eine noch Weißgold am Lederband, eine Submariner Grün, erste Generation Flat 4, da hat der Richt Plus gemacht, da hat der 4.500 Euro für bezahlt, ich glaube, EK habe ich ihm schon 20 ausbezahlt und von dem habe ich mir das abgeguckt und auch Daytona, da weiß ich noch, Originalrechnung, Daytona 2007 gekauft für 8.000 Euro und ich habe ihm damals ausbezahlt 22.000 Euro. Ja, und wir haben die dann auch weiterverkauft mit einem guten Profit. Also alle verklebten Uhren, das heißt, wenn du eine Uhr haben möchtest, nur zur Wertsteigerung, dann musst du ein verklebtes Modell nehmen. Ab wie viel Geld lohnt es sich, in Uhren zu investieren? Also wenn du sowas aufbauen willst, dann musst du schon so 100 oder sowas haben, damit du es auch ein bisschen verteilen kannst. Dann machst du ein paar günstigere Modelle unten rein, sagen wir mal, du machst 2-3 günstigere Modelle und dann nimmst du halt schon eine AP mit dazu. Natürlich, wenn du jetzt mehr Geld hast, ist es schon noch besser. Die Renditen, die du bei, sag ich mal, einer Skeleton erzielst, in Kombination mit anderen Uhren oder so, ist schon nice. Aber da braucht man schon 200-300.000 Euro. Ne? Aber ich sag mal, wenn du 100.000 Euro hast, kannst du schon vernünftig was bauen im Niedrigpreissegment. 10 Socken auch noch? Ja, kannst du mit. Ja, sonst ein Zehner, glaube ich. Ein Zehner. Ja, Hose, glaube ich, 25. 25. T-Shirt, 100. Was ist das für ein Shirt? Supreme. Supreme, okay. Dann 1500, Dior Bag. Krass. Und dann hier 2000. 2000. Und dann eine Hulk. Eine Hulk, oh shit, okay. 20. 20? Ja. Okay. Dann Heron Preston. 413 habe ich gezahlt. 413. Und okay, also mich würde es echt nicht wundern, wenn du jetzt noch aus deiner Dior-Tasche plötzlich noch so 2-3 andere Uhren oder sonst was rausholst. Ich habe noch so ein... Ja, das ziehen wir jetzt nicht mit, ne? Keiner, noch ein weirder Flex. Also ja. Du bist heute auf weird Flex-Basis, ne? Ja, ich weiß schon. Nein, vielleicht. Was ist das? Also kann ich mir einen Blick nochmal auf die Uhr werfen, so? Submariner Hulk ist das, ja. Ne? Ist auf jeden Fall du real. Du weißt, ich habe ja auch das berühmt-berüchtigte Take or Real Rolex-Check-Video, ne? Ja, soll ich die mal ausziehen? Ja, komm, werf einen Blick drauf. Ich kann auch gerne ausziehen so und dann... Wie alt bist du? 17. Oh krass, einmal Cardholder auf den Boden schmeißen. So, du bist 17. Mit 17, Alter, oi. Und kriegst hier eine 20K-Uhr. Ja. Okay, ich müsste sie auf jeden Fall tatsächlich mal von jemandem, einen Spezialisten testen lassen. Aber ich glaube dir das jetzt gerade hier vor Ort. Okay. Willst du es vielleicht hier aufheben, dein Cardholder? Wie kannst du das finanzieren? Ich spiele sehr viel Online-Casino. Oh mein Gott, nein, das hat er nicht gesagt, oh mein Gott. Ey, jeder, der das hört, bitte spielt niemals Online-Casino, bitte nicht. Alles Routine, danke für die Einschätzung, der Zotakoya findet die Uhr wirklich geistkrank, geil von der Technik her und von den Komponenten her, ja klar, habe ein bisschen Bauchschmerzen auf Chrono aus Japan zu bestellen, das geht, also du kannst bestellen, aber du musst halt Importzoll bezahlen, ne? 16% plus Bearbeitungsgebühr zahlen, kannst du das ruhigen Gewissens empfehlen, also ich sag mal so, du musst halt Steuern drauf bezahlen, ne? Plus du hast keinen Garantieanspruch. Das heißt, wenn was mit der Uhr ist, musst du die hier erst, also ich würde, wenn du etwas kaufst innerhalb Europas, ne? Aber mit wie vielen Jahren? Mit 17. Mit 17 viel Online-Casino. Also daran sollte man sich auf jeden Fall kein Beispiel nehmen. Wie viel hast du schon verzockt? Ja, um die 300 Euro oder so eigentlich. Bin ich mit gut Gewinn eigentlich rausgegangen. Und wie viel hast du Gewinn gemacht bisher? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 3.000, 4.000. 3.000, 4.000. Ja. Da fehlen dir noch 16.000, die du für ja, die Uhr zahlen. Ja, das ist ja vom Freund von mir. Also nur für den guten Flex habe ich dir jetzt an. Achso. Also... Also guck mal, wenn man das so macht, okay, ist ja okay. Kann man drüber diskutieren, ne? Aber ich würde es ja sympathisch machen. Also keine Ahnung, ich würde es irgendwie so... Also, er... ich würde es... Also erstens, wenn du einen auf Player machst, dann hast du alles da gewonnen. Also... Das war, Jungs, das hast du leider, das hast du versaut, sag ich mal.
Ich muss sagen, du hast es auf jeden Fall geschafft. Du bist jetzt erstmal hier für die nächste Zeit hier, hast den Status weirdeste Flex. Sei glücklich auf jeden Fall. Ja, passt. Kannst glücklich jetzt, muss man echt sagen. Passt. Bis jetzt aber es ist lustig, dass man so krass ihm sagt, dass er auf jeden Fall ein komischer Typ ist. Komischer Typ. Also ich würde sagen, ich würde gar nichts sagen. Niemand den Status. Ja, willst du noch irgendwas sagen in die Kamera? Jemanden grüßen oder sonst was? Ich grüße Vincent, Basti, Vincent, Borgert und mein Instagram ist flo.prezina. Das war's für dem Video, Leute. Flo.prezina, ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ich sagen, interessant.